So, ihr lieben Zuschauer, herzlich willkommen wieder auf Game Center VS, dem Videospieleladen auf YouTube. Ja, ihr wisst ja, ihr kennt meine Videos, ich mache ja immer diese Thekenaufnahmen, was ich so für Deals an der Theke mache. Aber heute habe ich mal wieder ein Unboxing, ihr seht ja schon die reichlichen Pakete, ich habe mal wieder was zusammengesammelt. Erstens war es der Wunsch der Community, dass ich mal wieder ein Unboxing-Video mache. Zweitens wollten auch die Einsender, dass man mal so ein Video drüber macht, was sie uns eingeschickt haben, wie eure Meinung ist. Ja, schauen wir mal einfach uns jetzt gemeinsam in dem Paket an, was da so drin ist. Ja, ich mache das jetzt mal so nach und nach auf die Seite. Also wie gesagt, das sind Pakete von Zuschauern oder halt die von weit weg wohnen, die einfach nicht vorbeikommen können, an der Theke einen Deal zu machen, und dann schicken die uns zum Beispiel, das machen ja viele per WhatsApp, einfach mal Bilder, was sie hergeben möchten, was sie da haben, und dann machen wir dann, tun wir da quasi über WhatsApp dealen, schon mal so vorab grob, aber in der Regel bleibt es dann so, wie es ist. Da werden dann die Preisverhandlungen schon mal gemacht, und wenn es da ist und alles okay ist, und mal wenn was nichts okay ist, also wir machen plus minus, tun wir trotzdem die Summe akzeptieren. Außer es weicht brutal ab, dass einer sagt, hey, das ist alles Top-Zustand. Und dann kommt das Paket an und das ist doch nicht Top-Zustand. Aber das hatten wir jetzt Gott sei Dank noch nie so. Ich glaube, einmal hat man eine gebrochene CD, das war alles. Aber gut, das war ja nicht der Rede wert. Sonst fangen wir jetzt einfach mal an. Wie gesagt, schon lange nicht mehr gemacht, so ein Unboxing-Video. Da ja jetzt so viele Tage und Feiertage kommen, ist ja auch cool, wenn man Content hat. Okay, okay, das war eine coole Einsendung auf jeden Fall. Die packen wir mal geschwind zusammen aus. Das wird jetzt spannend und interessant, was denn da alles drin ist. Ja, ist ja geil. Ich zeige euch das jetzt sowieso gleich nochmal detailliert. So, Monster Hunter, jawohl, die OLED, alles da. So. Machen wir mal kurz den Karton weg. So, jetzt fangen wir mal an. Was hat der Herr, die Dame uns zugeschickt? So, das wird, das ist glaube ich eine gebrauchte OLED. Ja, die wurde benutzt. So, wir haben hier einmal die OLED in Weiß. Ja, auch noch schön erhalten. Gut, was willst du auch groß kaputt machen? Dann die Monster Hunter Rise Switch Edition. Die ist neu sealed. Leider hat sie halt hier eine Macke oder da. Das ist aber glaube ich so von dem Band oder keine Ahnung. Schade drum, aber gut. Es ist trotzdem sealed und neu. Dann passt es. Dann haben wir hier die Monster Hunter Rise, die passende Tasche dazu. Dann gibt es noch die Switch-Spiele. Das Mario Deluxe. Was hat er denn noch an Switch-Spiele? Das andere ist ja alles PSP. Dann haben wir Monster Hunter Rise als Spiel nochmal sealed. Luigi Mansion 3 sealed. Diablo sealed. Und North Legends. So, ich glaube, das... Ne, halt, stopp, da kommen noch mehr. Darksiders und Lego Worlds. Das ist alles, glaube ich, jetzt für die Switch. Ich denke, da sind wir jetzt erstmal durch. So, und ein Monster Hunter Rise Pro Controller. Ich ob der sealed ist. Gute Frage. Nächste Frage. Sieht zumindest so aus. Ich möchte auch jetzt nicht mal so drin rumfummeln. So, das waren die Spiele, die Geräte. Dann, was ist hier? Ja, eine PSP. Sieht eigentlich auch ganz ordentlich aus. Eine Tasche. Oh, da ist schon mal eine PSP drin. Wo sind dann die Kabel? Hatte da keine. In Weiß. Sieht auch toll aus. Also die Zustände von den Konsolen sind echt gut. Hut ab, Kollege. Und vielen Dank fürs Einschicken. Dann haben wir hier Prince of Persia für die PSP. Das Need for Speed Most Wanted. Das GTA Vice City Stories für die PSP. Das Wipeout. Das Sega Rally, Gran Turismo, das Pro Street, aber ich sehe schon ein cooles Spiel, Motor Storm, dann Split Second, also anscheinend sehr, sehr viel Autorennen,
GTA nochmal. Dann Ridge Racer 2. Dann haben wir hier ein Silent Hill. Das ist jetzt was Leckeres, aber Schönes. Sowas gefällt mir. Need for Speed Shift. Socom. Und Assassin's Creed Bloodlines. So, das war jetzt ein Ankauf. Der hat uns auch, also wie das jetzt hier abläuft. Ihr könnt uns über die WhatsApp-Nummer kontaktieren. Die WhatsApp-Nummer blende ich euch jetzt hier unten ein. Dann schreibt ihr uns, du Crescho, ich habe das und das zu verkaufen. Schick dir mal Bilder. Kannst du das gebrauchen? Ich will so und so viel dafür. Oder was kannst du mir dafür anbieten? Dann können wir euch ein Angebot machen und ihr könnt euch ja dann überlegen, ob ihr das einsendet oder nicht. Wie gesagt, das sind immer hier aus freien Stücken. Da wir ja auch so viel schon hier an der Theke ankaufen, warum auch nicht online? Das ist ja im Endeffekt das gleiche System, nur halt über den Versand. So, das war Paket Nummer 1. Achso, ja, da wollte der Herr oder die Dame, da haben wir uns auf 550 Euro geeinigt, so dass ihr da Bescheid wisst. Es war, ich denke, für beide Seiten absolut fairer Preis. Klar, viele werden sagen, ja, sind die blöd, warum verkaufen die das nicht selber auf eBay Kleinanzeigen oder so. Die Leute hier, die wollen einfach nicht. Die sagen, du, ich will es weg haben, wenn der Preis für mich stimmt, du sollst ja auch was dran verdienen und gut ist. Ja? Also die Leute sollen das nicht immer missverstehen. So, jetzt haben wir Preis 2. Wie gesagt, ich bin nicht eBay, ich bin nicht eBay Kleinanzeigen, ich bin nicht der Endprodukt, sondern ich bin Händler und Reseller. Wir leben davon, wir müssen da unsere Kosten, unser tägliches Brot verdienen und somit ist das ein ganz normales Geschäft für uns. So, jetzt haben wir jede Menge PlayStation 1 Spiele. Um Gottes Willen, wie viel Geld haben wir uns da geeinigt? Muss erstmal überlegen. Ich glaube, hier ist ein Zettel dabei. Wow, wow, wow. Das kommt natürlich wahrscheinlich. Ja gut, heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag tatsächlich, weil ja, Donnerstag sind unsere Live-Auktionen auf Twitch. Da versteigern wir diese Sachen oder vieles davon. Zum Beispiel hier die ganzen PlayStation 1 Spiele werden jetzt in die Auktion kommen. So, jetzt zeige ich euch mal die Leckerlis. Ich glaube, das ist so das beste Stück. Spyro the Dragon sealed mit Banderole. Ich hoffe natürlich, dafür haben wir einen guten Preis bezahlt. Nicht wenig, aber es sieht eigentlich, da war mal ein Aufkleber drauf, das sieht man, aber die Folie hat soweit keine Beschädigungen. Also das da ist schon mal ganz, ganz nice. Mittlerweile habe ich voll Angst vor solchen Sachen, weil ja, die kaputt gehen. Bust the Move DX, weil wenn du was sealed hast und nachher die Folie irgendwo oder halt die Hülle reißt, dann hast du die Arschkarte. So, wir haben hier Pong, wir haben A Bugs Life, wir haben Pinball, wir haben Swing und wir haben Blaze Blade, ja. Frogger, das habe ich früher am Automat gespielt. Das war auch unser Lieblingsspiel. Meine Frau und ich haben das so gerne gezockt. Es war so ein Tischautomat. True Pinball. Dann haben wir Tekken 3. Kasper. Das kommt mir gerade richtig hier, weil Auktionen, das ist coole Auktionsware. Tarzan. Dann Super Peng Collection. Auch ein richtig cooler Hit. Night Hits Witz Special. Das ist irgendwie so ein Skispiel, wie Point Blank wahrscheinlich. Dann die Rugrats. Die Rugrats, okay, gut. Das ist so Mainstream-Land von unserer Zeit. Bust the Move 4. Gut, da gibt es welche, habe ich schon. Also da fehlt halt die Anleitung. Shanghai, das ist jetzt wieder komplett. Das merkt man auch vom Gewicht. Das Psy-Badek oder wie Psy-Badek? Psy-Badek. The Next Tetris. Sowas geht immer. Oder Civilization 2. Dann haben wir hier Spyro. Hier The Dragon, das ist komplett wie neu. Das können wir heute Abend auch auktionieren. Bomberman World, das war auch ein Top-Spiel. Boah, das ist wie neu. Anleitung Tippitoppi. Auch ein Klassiker. Habe ich auch immer mit meiner Frau gesuchtet.
Mr. Domino. Das waren früher so Spiele, die haben echt Spaß gemacht. Aber heute weiß ich nicht. Ich fühle es halt gerade nicht so ganz, die neuen Spiele. Monopoly. Der Spielspaß ist für mich nicht mehr da. Big Race. Oder ich bin halt jetzt über 30 Jahre in dem Business. Vielleicht liegt es daran. Moorhound 2. Aber gut, wir arbeiten gerade so viel, dass man sowieso für nichts Zeit hat. Mod the Chicken. So. Also Zustand, Dalmatina, 102 Dalmatina. Der Zustand ist zumindest ja super. Dann haben wir noch den Spyro 2. So wie er sich anfühlt, ist er auch komplett. Ja. Und Spyro, der Dragon. Gut, da ist die Anleitung ein bisschen versifft. Haben wir auch noch da. Und das Crash, aber das hat gelitten. Das hat gelitten. Und da haben wir... Laut Informationen, OVP, Preis, ja, Chatverlauf ausgemacht, 350 Euro. Also 350 Euro war der Deal, also da haben wir kein Angebot gemacht, da hat er uns den Deal vorgeschlagen. Wenn du mir 350 gibst, dann kann ich damit leben. Und klar, ich könnte jetzt sagen, komm mal 320, aber... ich muss ehrlich sagen, die Zuschauer, die supporten uns ja auch dermaßen. Dann kann man auch da ein bisschen mehr geben oder was zurückgeben. Weil man hat jetzt auch so ein bisschen Bauchgefühl, was gut läuft, zu welchem Preis könnte man es wegkriegen. Wir überschlagen das ja eigentlich grob. Man weiß ja nie, wie man es wegkriegt letztendlich. Ne? So, dann haben wir das. Und übrigens, ja, was mich ja auch immer freut auf YouTube, ihr könnt gerne kommentieren und liken, wie euch das jetzt hier alles so gefällt. Ob es euch gefällt oder nicht, oder wie ihr drüber denkt, aber mittlerweile denke ich, die Leute folgen uns ja jetzt mittlerweile schon über 2-3 Jahre auf Social Media und ich denke, die wissen, wir ticken. Hallo liebes Game Center Familie, ich bin der Patrick Kuhl. Patrick Kuhl kennt man auf Twitch, schon ein Jahr deine Videos auf YouTube und finde sie echt mega klasse. Ich möchte euch ein kostenloses Supportpaket zukommen lassen als Geschenk und liebe bitten, das eure Unboxing-Video mit reinzunehmen. Ja, sehr gerne, Patrick Kuhl. Also wie gesagt, Patrick Kuhl, achso, der wollte ja noch, genau. Ich kann mich noch erinnern, der hat mir noch Energiekarten geschickt von Pokémon. Die sollen wir signieren und an ihn zurückschicken. So, das ist jetzt ein Supporter-Paket mit ein paar Kleinigkeiten, die uns einfach schenkt oder sagt, Crasho, ich mag dich, ich will dir einen Supporter lassen, weil ihr macht coole Unterhaltung, coole Videos. Sonic Games, das ist natürlich ein klasse Support, schon allein das Spiel. 8 Miles. Silent Hill DVD im Steelbook. Gut, Silent Hill ist ja immer ein Begriff, das mögen die Leute. Inception Blu-ray und The Walking Dead, zwei Bücher. Also super klasse Support. Vielen, vielen herzlichen Dank, Patrick. Danke, dass du uns auch unterstützt und dass du so nette Worte gefunden hast. Freut mich, sowas baut auf, sowas hat man am Bock zu arbeiten. Es gibt halt doch noch coole Leute, muss man halt schon sagen. Ne? So, was machen wir als nächstes? Keine Ahnung, was hier drin ist. Es ist so, die Mädels machen ja hier die Ankäufe und ich habe da manchmal gar keinen Plan, was die so hier ausgemacht haben. Ich bin ja eher so gut bei den ganz großen Deals, die hier ein paar hundert Euro, paar tausend Euro geht, die muss ich schon absegnen, weil ich muss ja auch wissen, ich habe das Geld ja auch nicht zum Fortschmeißen. Aber in der Regel machen die Mädels das auch schon ganz cool. So, das hier können wir gleich mal weg. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, warum zweimal Resident Evil Code Veronica? Hat das einen Grund? Ist da was kaputt? Oder was geht da ab? So. Also, wir haben für die PlayStation 2 zweimal Code Veronica X, warum auch immer,
Doppelt hält besser, falls eins kaputt geht. Der Shut, Shut für die PlayStation 1. Dann haben wir ein Resident Evil 2 mit Anleitung, beide CDs drin für die PlayStation 1 und das Metal Gear PlayStation 1, das ist die japanische Version. Ich glaube, der Deal war für uns nicht so ganz toll. Das Metal Gear, weiß ich nicht, warum das so ist, ob da das hinten das Cover fehlt, die Rückseite, oder ob das so ist, muss ich mal googeln. Weil wenn es nicht ganz komplett ist, ist es immer schwierig, weil der Herr wollte, ich meine, genau, 70 Euro. Also er wollte 70 Euro. Also für uns Händler ist das schon, ja, wenn das Metal Gear, weiß ich nicht, ist trotzdem okay, passt, komm, bringt nichts. So, dann haben wir Nummer 1, 2, das war Paket Nummer 3, sind wir bei der Hälfte angelangt. So, was hier drin ist, weiß ich nicht. Ich ziehe mir natürlich, die Pakete können auch eine Woche hier liegen. Da gucke ich dann immer, bis ein paar gesammelt sind. Aber ich hatte so viele Pakete, ich habe nicht mehr für alles Unboxing gemacht. Weil irgendwie auch die Zeit fehlt und ja, irgendwie findet man da einfach keine Zeit, weil wir machen so viele Dinge. So. Jetzt schauen wir mal, was das ist. So, Paket ist leer. So, wir haben hier einen Nintendo DS XL. Das ist gut, kein Ladekabel. Und das Gerät sieht so einigermaßen gut aus. Wir haben natürlich ein paar Blu-rays für unsere Blu-ray-Sammler. Ja, 1, 2, Alien. Hobbit 3D, den Predator, nochmal ein Hobbit 3D, ich einfach unverbesserlich, dann Ups, Freddy Frog, Outback, Expendables 3, Planet der Affen, Predator nochmal, dann hier Norm, Ghostbusters. Dann haben wir hier ein Steelbook Desperado, das ist schon mal cool. Desperado, das ist wieder cool für meine Auktion, das ist wieder ein schönes Stück. Rush Hour, dann Inglourious Busters, Mission Yeti, dann haben wir Erdsee, kenne ich nicht. Final Fantasy 7 Sealed DVD, ich denke, die wird auch in der Auktion gut gehen. Dann Dragonheart. Hard, ja, Lonely Tones und Justice League für Blu-ray. Dann haben wir hier nochmal The New Colossus Steelbook Wolfenstein 2. Auch cool, ist noch sealed. Nioh, Jurassic World Blu-ray, das Mission Impossible und Minions. So. Das alles hier hat er mir zugesendet. Mein Gresch, ist das für dich in Ordnung? Ich würde mir für 70 Euro Ware nehmen. Er hat da so zwei Figuren möchten aus unserem Merch-Laden. Das war Godzilla King. Dankeschön, Godzilla King, an dich. Ich finde, es war ein cooler Tausch für beide Seiten. Ich kann immer was gebrauchen, aber wenn ich jetzt schon wieder die ganzen Artikel sehe. Wir haben die Tage so gut abgearbeitet auf Twitch. Und ja... Jetzt ist wieder alles voller Artikel. Ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. So, dann haben wir noch mal ein größeres Paket. Schauen wir mal da rein. So. Oh, da ist ja alles gemischt. PlayStation, Switch. Resident Evil Bücher, oh, das ist auch wieder klasse für die Auktion. Jede Menge PS2 Spiele, Switch und schickt uns sogar Päckle Folie. Das ist natürlich auch ehrenhaft, oder? So, ich glaube, ich habe nichts übersehen. Vielleicht sind ja hier noch Goldbarren, ne, ist einfach zu leicht. So, dann haben wir hier Dragon Quest Builders
für die Switch. Das ist aber gebraucht. Okay. So, Alone in the Dark für die PlayStation 2. Van Helsing PlayStation 2. Monster Hunter für die PlayStation 2. Prince of Persia. Dann haben wir noch den, das war der erste Teil, das ist ja der zweite. Champions Norad auch für die Zweier. Myst 3. Drakan. Chaos Legion. Ich glaube, das Clock Tower 3, das ist nicht schlecht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß, dass das mal gut war. Stitch. Okay, ohne Anleitung. Schade. So, dann haben wir Diver's Dream für die PlayStation 1. Dann RC Stunt Cooper für die 1. Das Hugo 2 für die 1. Eagle One für die 1. Bugs Bunny für die PlayStation 1. Alone in the Dark für die PlayStation 1. Nochmal ein Hugo Diamantfieber. Das waren noch Zeiten, als wir Hugo am Telefon spielen konnten. Dann Assassin's Creed, ich weiß nicht, welche Version müsste ich aufmachen. Steelbook. Und das ist, glaube ich, Watch Dogs Steelbook mit Spiel. So, Clock Tower. Und was mir natürlich total geil gefällt, sind natürlich hier diese Resident Evil Taschenbücher. Das werde ich heute Abend auch in der Auktion anbieten. Also wir machen donnerstags immer Live-Auktionen auf Twitch ab 19 Uhr. Da kommen so Sachen unterm Hammer. Wir sind natürlich der König der Auktionen. Alles ab 1 Euro. Könnt ihr gerne mitmachen. Also, so. Das hier habe ich heute Morgen erst in die Hände bekommen. Er hat mir auch schon angeschrieben. Ich habe jetzt mal 150 Euro angeboten für die Sachen. Jetzt mal schauen, was dabei rumkommt, ob er mir schon geantwortet hat. Also wie gesagt, ich denke, das ist ein 150 Euro Deal. Ist ja auch einer aus dem Support und ein Mod von mir. So, was haben wir hier? Ups, so, das letzte Paket für heute. Ich hoffe, euch gefällt sowas hier, das Unboxing. Und wie gesagt, wenn ihr auch was verkaufen möchtet oder ein Angebot haben möchtet oder uns was zusenden oder supporten möchtet oder wie auch immer oder was tauschen, in Zahlung geben, dann einfach per WhatsApp, ich blende die WhatsApp-Nummer jetzt nochmal ein, einfach melden und wir können uns ja einigen. Wenn nicht, ist nicht, ist, also es sollte auch so sein, warte mal, das knistert gerade. Liebe Leute draußen, es sollte wirklich so sein. Es muss für beide Seiten passen. Wenn wir es gerade nicht brauchen oder wenn der Preis zu hoch ist und wir denken, oh, haben wir zu oft da oder keine Ahnung und müssen leider euch absagen, bitte nicht immer gleich beleidigt sein. Ja? Wir können nicht jeden befriedigen. Wir machen zu 99%, dass wir alle für alle super zufrieden sind, aber manchmal geht es halt leider nicht. Weil manche haben dann Vorstellungen im Schnitt für ein PlayStation 2 Spiel 20 Euro. Da komme ich einfach nicht hin, Leute. Oder dann über den eBay-Preisen kann ich als Händler halt leider nicht bezahlen. Aber ja, das ist halt so ein Thema für sich. So, wir haben hier ein DS Lite. Wir haben hier ein Kingdom Hearts 3 für die Xbox One. Wir haben hier ein Skyrim. Wir haben hier ein GTA für die PlayStation 1. Was da natürlich wieder ärgerlich ist, ist eine Videothekenversion. Ah, da ist ja Bundesliga-Star 2000 drin. Okay, dann hat sich das natürlich wieder erübrigt. Final Fantasy, das meine ich, da ist ein Bundesliga-Star drin. Und wenn es jetzt wenigstens GTA wäre, ohne Anleitung, Hülle wechseln. Naja. Ah ja, hier haben wir auch nochmal ein Spiel für die Vierer. Da haben wir nochmal Kingdom Hearts für die Vierer. Dann haben wir hier Mortal Kombat. Da haben wir auch nochmal Mortal Kombat Blu-ray. Und dann haben wir hier Warcraft Blu-ray. Und wir haben Der Sturm auf DVD. Netzteil ist auch dabei. Gut, das ist so Krimskrams. Der S muss man noch ein bisschen putzen. Passt. Ich glaube, er wollte 40 Euro im Tausch.
Ihr habt bei uns ein paar Sachen bestellt, das sollen wir einfach dort abziehen. Die 40 Euro, dann haben wir da auch einen Deal. Also wie gesagt, so laufen die Deals bei uns ab. Entweder hier an der Theke, wie ihr das kennt von den YouTube-Videos. Oder wie gesagt, sonst eben über den Versand. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit der Folge ein bisschen Content bieten und euch ein bisschen so animieren und zuzuschauen und ein bisschen Content machen. Wie gesagt, sonst Livestreaming auf Twitch jeden Tag so 16, 17 Uhr. Machen wir Deals, wir reden mit der Community, machen Auktionen, räumen mal hier Kisten auf oder keine Ahnung, Burak ist in der Haus. Sonst natürlich auf YouTube kennt ihr auch. Wir sind auf TikTok unter GameCenterVS. Wir sind auf Insta GameCenterVS. So, und jetzt mal schauen. Ich hoffe, wie gesagt, euch gefällt die Folge. Vielleicht mache ich die Tage, wenn wieder so Pakete reinkommen, neue Folgen. Sonst kommen ja die anderen Folgen. Mann, und ich bin etwas erkältet, tut mir leid. Sonst wünsche ich euch da draußen alles Liebe und Gute, euer Game Center Team. Bis die Tage. Woo!